Trotzdem, der Podcast der Sozialistischen Jugend Österreich. Hallo und willkommen bei Trotzdem, dem Podcast der Sozialistischen Jugend Österreich. Heute ausnahmsweise nicht aus Österreich, sondern aus unserem Auslandsbüro in Amsterdam. Wir sind ein Podcast von und für junge Leute. Wir beleuchten aktuelle Ereignisse aus unserer Perspektive und wollen sie gemeinsam mit euch diskutieren. Doch bevor wir das tun, stellen wir uns vor. Ich bin der Viktor aus der Sozialistischen Jugend auf der Wieden in Wien. Die Sozialistische Jugend, das ist die größte linke Jugendorganisation in Österreich und daher sind wir auch in allen 9 Bundesländern vertreten und in unzähligen Bezirks- und Ortsgruppen organisiert. Am Freitag, dem 15. Mai, gibt die Staatssekretärin für Kunst und Kultur eine Pressekonferenz bezüglich des weiteren Planes für Musiker und Musikerinnen. Das ist ein wichtiger Schritt, allerdings kommt dieser mindestens einen Monat zu spät. Viele Konzerte und Veranstaltungen sind bereits abgesagt worden und können einfach aufgrund von logistischen Herausforderungen nicht so schnell wieder aufgenommen werden. Viele Musikerinnen und Musiker werden trotz der Öffnung kaum bis gar nicht arbeiten können. Für einen Staat, welcher sich mit einer reichen Kunst- und Kulturgeschichte brüstet, ist das eine Schande und auch ein Schnitt ins eigene Fleisch. Viele Touristen und Touristinnen kommen gerade wegen der Kultur und lassen dadurch Geld in Hotels und bei Gastronomen. Österreich profitiert durch die Investitionen in die Kultur und Kunst vergangener Jahrhunderte immer noch massiv. Die Regierung ist gerade dabei, dieses Erbe in die Donau zu werfen. Entweder sie ist diesbezüglich an Inkompetenz kaum zu übertreffen, oder sie möchte sich dieser Szene entledigen. Ja, ich begrüße hier bei mir den Luca Svacina. Luca, du studierst Musikwissenschaften, bist 20 Jahre alt und Gitarrist bei Lion Season, einer Band mit 3 Mitgliedern, die erst jetzt im März ihre erste Single veröffentlicht haben. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Was machst du so und was tust du? Ja, hallo erstmal. Also, ich bin der Luca, wie schon gesagt, und was ich so mache, also ich studiere Musikwissenschaft, arbeite nebenher geringfügig, eigentlich gerade bei Puls 4 und also als für Catering-Geschichten und so, was aber derzeit ausfallen muss wegen der Corona-Zeit, weil die Veranstaltungen stattfinden dürfen. Mhm. Aber ansonsten, ja. Ich mache seit zehn Jahren spiele ich Gitarre und seit 6 Jahren circa stehe ich aktiv auf Bühnen. Sagen wir so, also Musik ist immer Hobby und Leidenschaft gewesen und das, womit ich mich in erster Linie beschäftige. Was sind denn so die grundsätzlichen Herausforderungen, Musiker zu sein? Sagen wir so, eine Attraktion zu bleiben. Irgendwie und interessant zu bleiben. Wenn man es auf die Öffentlichkeit bezieht, irgendwie, also wenn man sich selbst präsentiert, ja, ich rede jetzt mal am Beispiel von meiner Band, ja, ist es einfach die Hauptherausforderung, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die man bekommen will. Das heißt, immer News zu haben, dem Publikum und auch Fans irgendwie immer was zurückgeben zu können. Im Sinne von nicht immer nur nehmen und zu sagen, hey, kommt zu den Konzerten, hört sich unsere Sachen an, sondern auch Dankbarkeit zu zeigen und irgendwie das ist so die Hauptherausforderung, einfach nur interessant zu bleiben. Was hat sich jetzt mit Corona verändert? Also die Corona-Krise erschwert das Ganze ein bisschen. Also es wird gerade nicht einfacher. Weil irgendwie allein schon generell die Musikszene und das Business eine Art Kampf ist, würde ich sagen. Es ist ungewollterweise eine Art Wettbewerb. Ja? Also
man selbst versucht immer im Mittelpunkt zu sein, aber es gibt halt so viel, dass es irgendwie schwierig ist, diese gesamte Aufmerksamkeit, dieses ganze Potenzial wirklich auszunutzen. Und das Corona macht es halt nicht gerade einfacher, weil man halt weniger Möglichkeiten hat. Also man kann keine Auftritte spielen. Ja, also die Bands, es gibt einige Bands, die gerade zum Beispiel ihr Debütalbum genau im Frühling rausbringen und eine gesamte Albumtour absagen müssen. Mhm. Und da fehlt dann halt natürlich ein riesiger Teil an Promotion. Und das ist halt dann natürlich irgendwie schwierig. Vor allem ist es heutzutage so, dass du als Musiker nicht mehr nur Musiker bist, ja, wie vor, weiß nicht, zum Beispiel 20 Jahren, sondern du bist als Musiker, wenn du dich selbst vermarktest oder deine Band vermarktest, mhm. bist du als Musiker gleichzeitig Manager, Booker, Veranstalter und musst auch gleichzeitig Social Media Experte irgendwo sein, ja, dass du das alles unter einen Hut bekommst, ja. Also das sind halt die Herausforderungen, dass du einige Fähigkeiten heutzutage mitbringen musst. Magst du uns ein bisschen erklären, was sind denn so die Vorteile und Nachteile von einem Online-Konzert? Was können sie nicht? Okay, also Online-Konzerte können, also sie bieten Musikern eine Plattform, wo sie ihre Musik präsentieren können. Also seien es vielleicht neu geschriebene Songs, die sie jetzt in der Corona-Phase geschrieben haben, ja. Zudem, ja, man hat einen quasi unter Anführungszeichen direkten Kontakt zu seinem Publikum, zu seinen Fans, und das ist irgendwie sehr persönlich und sehr real, ja, weil das eben nicht sehr professionell großartig aufgesetzt ist in den meisten Fällen, ja, so meistens vielleicht nur übers Handy aufgenommen wird. Und es gibt keine Kosten. Das sind halt die Vorteile. Nachteile ist, man muss halt sagen, abgesehen davon, dass die Qualität dann nicht immer sehr gut ist, solche Konzerte können niemals das Gefühl und alles, was echte Konzerte mit sich bringen, ersetzen. Niemals, und das wird auf Dauer auch nicht so weitergehen. Also Streaming-Konzerte bleiben nur mäßig interessant. Ihr habt am 20. März eure erste Single rausgebracht. Bringt das kein Geld? Nicht wirklich. Also rein theoretisch ja. Wenn diese oft im Radio gespielt wird, dann kommen Tantiemen. Ansonsten muss sie sehr viele Views auf Spotify und den Streaming-Plattformen erhalten, dass da überhaupt was reinkommt. Ansonsten, was machst du dann jetzt während der auftrittslosen Zeit? Du hast ja gemeint, dass Konzerte das sind, was Geld reinbringt. Können diese Konzerte nicht stattfinden, also was machst du stattdessen? Also in erster Linie, unsere Hauptbeschäftigung liegt gerade eigentlich nur darin, dass wir Dinge planen, Releases planen für den Herbst in erster Linie. Also weil es ist ja so, dass das Band eigentlich Anfang des Jahres bzw. Ende des letzten Jahres eigentlich für ein ganzes Jahr vorplanst. Ja, jetzt hätten wir im Mai und im Juni ein paar Shows gehabt und das ist halt alles gecancelt worden. Und Geld gibt somit nicht wirklich welches, außer bei den zwei Livestream-Konzerten, die wir hatten. Eben also eine, da gab es beim Fackelzug von der Sozialistischen Jugend Wien gab es eine Gage, und auch beim letzten Stream bei den Locked Up Locals, wo viele Bands mitgemacht haben, da wurden viele Spenden eingesammelt und da geht auch was an uns. Also so kommt hier Geld rein. Ansonsten nicht. Was machst du privat, um Geld zu verdienen als Musiker? Jetzt rein als Musiker selbst kommt das Geld bei mir bei Gitarrenunterricht rein. Also privater Gitarrenunterricht, den ich anbiete, da gibt es durch die Corona-Krise eigentlich keine Einschränkungen. Also es ist, das kann ganz normal online über Zoom oder Skype oder so abgehalten werden, und gibt es keine Probleme zum Glück. Ich habe jetzt die Frage, was sind die Vor- und Nachteile von Gratiskonzerten im Internet? Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber was mich da mehr interessieren würde, ist: Für Konzerte muss man immer proben. Wie macht ihr das jetzt während Corona? Wir haben einen verhältnismäßig relativ großen Proberaum. Also der ist 20 Quadratmeter groß. Aber 20
Quadratmeter geht sich schon der Babyelefant aus, oder? Genau, genau. Der Babyelefant geht sich auf jeden Fall aus. Also wir haben natürlich Abstand gehalten und uns an die Regeln gehalten. Ja, das auf jeden Fall. Vorbildlich. Fühlst du dich als Musiker von den österreichischen Radiosendern genügend unterstützt? Beziehungsweise glaubst du, dass die österreichischen Radiosender die österreichischen Musiker und Musikerinnen genug unterstützen? Genug kann ich nicht wirklich sagen. Also sagen wir es so, vom österreichischen Rundfunk spüren wir keine Unterstützung, nicht wirklich. Da wir unsere erste Single rausgebracht haben und das eben so eine Sache war, schauen wir mal, wer uns spielt von den Radios. Was ich sagen muss, ist, dass dank der Corona-Zeit wurden wir auf 88.6 jetzt mehrmals gespielt. Und das ist, weil der Sender eine Playlist hat, die sogenannte Coronale Rot-Weiß-Rot. Und da wurden wir gespielt und die unterstützen halt österreichische Musiker immer 2 Stunden jeden Tag, von Montag bis Donnerstag immer von 18 bis 20 Uhr. Da spielen sie nur österreichische Bands und spielen halt das, was ihnen eingesendet wird. Und wenn sie zusagen, dann spielen sie es auch. Und das finde ich super. Ansonsten wäre mir das von anderen Radiosendern nicht wirklich aufgefallen. Ich glaube, bei Ö3, die haben das, soweit ich weiß, gemacht, aber das auch nicht mehr. Also das ist, glaube ich, wieder vorbei. Das heißt, vom ORF gab es in diese Richtung keine Projekte, um lokale Musiker und Musikerinnen in Österreich zu unterstützen? Muss ich ehrlich sagen, ich habe mich etwas informiert. Davon habe ich nichts mitbekommen. Also vom ORF direkt, also sagen wir FM4 und Ö3, die gehören ja dazu. Da wäre mir nichts aufgefallen. Da ist eigentlich, wie es üblich ist, das FM4 bietet ja den Soundpark an, wo man sich anmelden kann. Und wenn ihnen was gefällt, dann spielen sie das. Aber da sehe ich keine Regelmäßigkeit. Das ist, was mir auffällt. Genau. So, kommen wir mal ein bisschen zum Politischen, nicht? Alles ist politisch. Was wünschst du dir von der Politik während der Krise für die Kunst- und Kulturszene? Ich habe gehört, dass das Fonds zur Verfügung gestellt wurden. Soweit ich weiß, aber für Labels, die damit dann ihre Musiker und Bands, die sie unter Vertrag haben, dass sie diese unterstützen können, wenn sie ein Album-Release oder sowas haben. Ich würde mir, um ehrlich zu sein, wünschen, dass es mehr solche Förderungen gibt, vor allem für wirklich selbstständige Musiker, die davon abhängig sind, die davon leben und nachweislich. Also es sollte natürlich nachgewiesen werden, dass jemand, der, das ist halt dann schwierig zu machen, oder es wäre halt eine Arbeit, aber es sollte irgendwie nachweisbar sein, dass diese Person aufgrund der Corona-Krise nicht selbstständig leben kann, weil kein Nebenjob da ist oder sonst was, sondern das ist das Hauptding. Und dass es nicht nur an Labels gehen sollte, sondern auch an unabhängige Artists, die halt so weit schon sind, dass sie davon leben können. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall. Also das wäre wichtig und ich habe da auch bemerkt, dass da irgendwie die Kunst- und Kulturszene ziemlich außer Acht gelassen wurde. Bei der Corona-Krise, also in erster Linie hat man was für Unterstützungen für Gastronomie und so mitbekommen, aber sonst nicht wirklich. Also da habe ich einiges gehört gab es viel Beschwerden, immer so. Und ansonsten, ja, leistbare Proberäume. Es ist so, dass ich kann jetzt von Wien sprechen, ja, und ich glaube, dass es am Land und so natürlich noch schwieriger ist, ja. Aber da ist sehr viel privatisiert, da sind sehr viel private Proberäume, die privat vermietet werden und schwer zugänglich. Also da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Es wäre super, wenn irgendwie vom Staat Proberäume finanziert werden würden, ja, weil bis ein Musiker, bis Künstler und Bands auf einer Bühne stehen, steckt so viel Arbeit dahinter, ja. Und das ist vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst, ja. Und da beginnt es einmal dabei, bei ganz kleinen Dingen, wie zum Beispiel, dass man
einen gescheiten Proberaum braucht. Und ich kenne genug Bands, die sagen, ja, jetzt haben wir einmal dort geprobt, jetzt müssen wir aber unser ganzes Equipment in den Raum schleppen, weil der ist jetzt nicht frei, etc. Also da gibt es ganz viel verschiedene Geschichten. Und ansonsten, ja, Förderungen für Kunstprojekte wie Festivals und so, das wäre auf jeden Fall super, denen unter die Arme zu greifen, vor allem kleineren Kunstprojekten. Ja, dass da der Staat ein bisschen die Augen öffnet, dass es da genug gibt. Und ja, genau. Das macht alles Sinn. Kannst du nur kurz vielleicht ein bisschen überschlagen, was kostet so ein Proberaum? Ha. Was setzt ihr für euren Proberaum zum Beispiel? Okay, da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt die Proberäume, die halt pro Stunde vermietet werden. Die sind ausgestattet mit Equipment, mit genügend Equipment, sprich Gitarrenverstärker, eine Anlage und am Schlagzeug. Mhm. Und die werden stündlich vermietet, da kann man anrufen und quasi sich Termine ausmachen. Und die bewegen sich im Rahmen zwischen 10 und 30 Euro, je nachdem wie groß er ist. Also da habe ich schon das Mögliche so in dem Rahmen gesehen. Das gibt es dann auch quasi mit Fixterminen, also dass man quasi sich auf Langzeit einen fixen Tag, eine gewisse Stunde, also eine gewisse Anzahl an Stunden an einem gewissen Tag mietet und diesen Proberaum dann nutzt, und da zahlt man dann, je nachdem, was es pro Stunde kostet. Vielleicht kostet es 10 Euro, vielleicht 20 oder sogar 30 Euro pro Stunde, ja. Wir haben die Erfahrung, dass da eine, wir haben für einen mal, glaube ich, so 70 Euro für ein paar Stunden gezahlt, je nachdem. Es ist unterschiedlich. Und wir in unserem Proberaum, wir haben einen eigenen Proberaum, der gehört uns, also den haben wir für uns gemietet. Das ist ein leerstehender Raum, ist halt Stall, mehr oder weniger schalldicht ausgestattet. Wir haben unser eigenes Equipment drinstehen, also wir haben den so gemietet wie ein eigenes Kellerabteil oder eine eigene Wohnung. Der ist 20 Quadratmeter groß, aber alles neu, ein super neue Toilette, neuer Waschraum quasi und so. Und dafür zahlen wir 500 Euro. Im Monat. Im Monat, genau. Lukas Resetaritz hat ja letztens ein Video veröffentlicht, wo er Kritik an der Regierung übt und an den Maßnahmen, die seiner Meinung nach die ganze Branche vernachlässigen, der Künstler und Künstlerinnen in Österreich. Was jetzt viel im Gespräch ist, auch wegen dem Kleinwalsertal und kurzem Besuch dort, was hältst du von einer potenziellen Öffnung für Veranstaltungen im Kunstbereich? Genau, also da bin ich sehr beim Herrn Resetaritz, dass es einfach nicht geht, dass bis Ende Sommer gar nichts veranstaltet werden kann. Also keine Veranstaltungen. Das sollte eher überlegt werden, eine Alternative zu finden, diese Veranstaltungen stattfinden zu lassen und trotzdem die Menschen zu schützen. Sprich, und da gibt's genug Möglichkeiten. Allein schon jetzt im Fall vom Herrn Resetaritz beim Kabarett einfach die Sitzplätze, weil da ja eigentlich immer gesessen wird vom Publikum, das kann man perfekt einteilen, dass da der Abstand gehalten wird von den Sitzplätzen, ja. Maskenpflicht eventuell innerhalb dieser Locations. Bei Konzerten ist es natürlich schwieriger, ja, wo gestanden wird, ja. Aber zumindest, dass man da mal anfängt, sich zu überlegen, was kann man machen, um zumindest mal einen großen Teil aller Künstler und Entertainer zu unterstützen und dass die nicht komplett eingehen. Das wäre sehr wichtig. Eine gute Forderung. Ich danke dir für deine Zeit, Lukas Watschner. Danke, dass du da warst. Lions Season, die neue Single am 20. März rausgekommen. LA unbedingt anhören und Musikerinnen und Musiker unterstützen. Danke dir für deine Zeit. Musikvideo. Musikvideo. Musikvideo und Spotify überall zu hören. Passt. Super. Gut, danke für deine Zeit. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag und bleib danke dir auch. Stark. Wenn sich, so wie jetzt, die Situation für Arbeiter und Arbeiterinnen verschlechtert, dann ist es die Aufgabe der Gewerkschaften, sich für bessere Lebensbedingungen einzusetzen. Von Österreich machen wir jetzt aber einen kleinen Sprung in die USA. Dort gibt es nämlich keine Gewerkschaft, die sich für Bands einsetzen könnte. Ich darf bei mir jetzt Joey DeFrancesco begrüßen.
Er ist Gitarrist bei den Downtown Boys aus Rhode Island und arbeitet mit seiner Band am Aufbau der ersten Gewerkschaft dieser Art in den USA. Das Gespräch wird auf Englisch gehalten. Joey, thanks for joining me today. You and your band, you have started a project, a musicians union. Can you tell me a little bit about this union? Yeah, so I guess I should first say that it's not, just our band starting it. Obviously, it's many musicians. You know, there's been a core group of a few dozen musicians who've been involved in this project. We've also been in collective organizing efforts going back a few years within this independent music community in the United States. So we've organized actions around festivals like South by Southwest. We've organized boycotts of the company Amazon over their support for, horrific immigration agencies in the United States. So these groups of musicians have been organizing for quite some time. And our band Downtown Boys has always had this like political content to our music. We've always talked about the need for collective action in organizing. Myself and the singer in the band, Victoria, we actually worked with the like, hotel workers union in the U.S. As we were starting the band some years ago. So this is the place the band's always come out of and the music we've talked about. And it seemed like with this COVID crisis and the exaggeration of the precarity musicians have always been living and working under, that this was the appropriate time to actually start to launch something like this. Because I'm sure you know, things are bad for workers everywhere right now and for cultural workers everywhere. But in the U.S., it's a situation where we have no access to benefits. We have no access to unemployment benefits. Most of us have no access to healthcare. And so when this crisis emerged, musicians, any kind of more informal worker like Uber drivers, Lyft drivers, even educators, so much of the economy here is in this kind of like informal gig economy sector, were immediately out of luck because not only were you at work, but you had no access to benefits. So the intention was very much to get independent musicians together so we can agitate both for ourselves but then organize with the rest of this precarious working class that's emerged in recent decades to start pushing for our interests both during this crisis and then to build power for what's hopefully coming after this crisis, where we can influence streaming services, labels, venues, this sort of thing. So you are based in Rhode Island. And to me, forming a union in the US always seemed to be a very difficult task, especially on a nationwide level. Is this a local union, or do you want to represent musicians all over the US? So this one is a national level. We're doing stuff locally in Rhode Island too, and we had like a demands letter with 300 musicians in Rhode Island. Rhode Island's a very small place, like we're sort of near New York, but it is a very small place. So this is, I think, necessarily nationally and hopefully international. We're talking with other musician groups in Spain, we're talking with you guys, we're talking with people in Canada, across North America and Europe, because I think it's necessarily that way when capital in the music industry is international. You've got Spotify operating all over the world, YouTube operating all over the world. If you actually want to be able to put pressure on these companies, it's got to be this massive, massive fight. And so, yeah, it's national in scope. We have our core members are all over the country. I mean, population centers are like East Coast, West Coast, and then like around Chicago. So mostly from those places and in those areas, but nevertheless, national. And we've got, 2,000 participants in these actions so far. We drove hundreds of calls to our national government last week regarding a new COVID relief piece of legislation they're going through. So it's necessarily national, since the focus right now is on national governments, the COVID relief stuff. And then when we start making these economic demands, like if you're talking about Spotify or taking on big music festivals like Coachella or AEG or Live Nation, these places operate internationally. And so we need to be as big and as powerful as we possibly can be. This leads to my next question. What are the union's demands right now? So the piece that we've used to launch the union is related to the COVID, the coronavirus crisis, and making demands of our local and national governments around that. This is just our first action. So with the COVID demands, we have a set of demands, the first of which is to extend unemployment benefits. So again, I think it's a peculiarity in the US where you can only be getting unemployment
if you had a more traditional job, like from a single employer. So gig economy workers like musicians were totally left out of the deal. So when this crisis started, all of us, all workers in other sectors started pushing on the government to extend these benefits. And they did somewhat, but our demands like last week were to even further extend these benefits. It's just not still not enough for people. We're also asking that some of these benefits be extended to, or all of the benefits be extended to people regardless of their immigration status. So there's millions of undocumented people in the United States, and so people who don't have full citizenship status because of immigration. And those people are totally left out of the benefit system also. They receive nothing. They do pay taxes, but they receive nothing in return. So I know countries like Portugal have treated immigrant groups as citizens during this crisis and given them benefits. So asking for things like that, because there's a lot of undocumented musicians also as well. Also asking for national rent and mortgage cancellation. I think this is a similar demands all over the world people are looking at right now. Also asking that the U.S. Post Office be fully funded. It might sound a little bit bizarre elsewhere, but certain sectors like the Trump wing of the Republican Party wants to like cut and privatize the post office in the United States. So post office obviously very important to music workers because we're shipping our vinyl and shirts all over the place. Post office also provides, you know, thousands and thousands of union jobs here in the United States and elsewhere. And then lastly, we're maybe more importantly, we're asking for Medicare for all, universal healthcare system to be expanded immediately to deal with this crisis and then continue beyond. Sure, people listening know in the US, we don't have any kind of universal healthcare. So musicians in particular, or gig workers who have never had employer provided health insurance, private health insurance given to them, very out of luck right now. And if you get coronavirus and go to the hospital, you're then in debt thousands of dollars, right? It's an absolutely absurd system that we have in the US that's leaving tons of people out. So these are the demands we're making on our national government right now and working with a lot of, I think in concert with a lot of other workers groups and unions representing entertainment workers to push these sorts of demands. This is our immediate campaign. If you go to unionofmusicians.org, you can sign that letter, sign up for the organization. Beyond this, we're going to keep working on other things. We have like committees working on dealing with streaming so we can make demands of YouTube and Spotify and these kinds of organizations. We have working groups working on labels, working groups working on, you know, how to work with venues. Obviously, some of these things seem strange right now because there are no venues operating. But like the streaming economy is huge right now, and like live streaming is huge for musicians. People aren't getting any money for live streaming right now. And meanwhile, Facebook, Instagram, YouTube makes tons of money off of advertising every time we do live streaming performances, but we're not getting anything off of it. So yeah, our first campaign launch was those related to the coronavirus stuff, but we want to keep building this beyond as well. Although there are many musicians working under terrible conditions, few of them are actually organized. Why do you think it's so difficult to organize artists? You know, capitalism discourages workers from organizing, and musicians, I think, in particular, have been in a position that workers are increasingly finding themselves in where, the system has encouraged this precarity with us where we're constantly just trying to get the next little bit of a paycheck from one source or another. Musicians have long been in this position, and other workers, like, you know, tech workers, again, using the example of rideshare drivers, are now increasingly in this position. It's so much of the economy is coming to operate kind of how musicians have operated for a long time. And then there's just like the mythos of being a musician also, which I think discourages organizing. Like every musician is taught by capitalism that if we just, you know, hustle enough and are smart enough and are talented enough, we'll finally make that money and get treated with dignity. But I think we hopefully can understand that that's not true. You know, you can have your music pretty widely appreciated, be even pretty critically acclaimed, and still not get any resources, still not get any healthcare, not get any pension, not get any income for that. And the only way you get that is by organizing. And I think across sectors in the US right now, in a lot of places, I think people are finally coming to understand this, that, yeah, you're not gonna talent your way into getting healthcare from the US government. Like, we just have to organize with other workers and join with other workers and understand ourselves as workers if we're going to get there. So, one last question. How can someone from Austria support the Musicians Union?
So you can go to unionofmusicians.org and join. I guess obviously our first action was very US focused, but we are going to be doing these actions around these streaming companies, which are international, and we want this to be, and it needs to be, an international effort in order to succeed. So definitely do that. You can follow, we have different accounts for Union of Musicians, but if you go to unionofmusicians.org, you can link to those social media accounts. So you can follow those things, you know, amplify his messages. I'm sure you have some kind of equivalent in Austria that's pushing for similar demands right now. And yeah, it's important we build these international networks. Thank you, Jerry, for talking with me today. And I wish you good luck for your future endeavors and with the Musicians Union. Thanks so much for talking with me, Victor. Einen Ausschnitt von LA, von Lion Season, hast du vor ihrem Interview schon gehört? Den Spotify-Link zum Song findest du in der Beschreibung. Dort findest du außerdem auch den Link zur Homepage der Musicians Union der Downtown Boys. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch in Österreich für bessere Bedingungen für Musiker und Musikerinnen einzustehen, dann bietet dir die Gewerkschaft Union oder auch die Musikergilde die Möglichkeit dazu. Für viele, die sich dieses Jahr aufs Nova oder aufs Frequency gefreut haben, vielleicht auch schon die Tickets gekauft haben, ist Corona verständlicherweise frustrierend. Frustration durch Konzertabsagen, durch die Regierung und durch Corona selbst ist für Musiker und Musikerinnen momentan der Normalzustand. Ohne Möglichkeit, ordentlich zu arbeiten, werden sie besonders hart von der Krise getroffen. Was braucht es also, um die Kulturszene Österreichs wieder aufleben zu lassen? Es braucht aktive staatliche Förderungen, um die Kunst, die Künstler und die Künstlerinnen vor den Effekten von der Corona-Krise zu schützen. Es braucht die schrittweise Öffnung der Kultur-Hotspots unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Und es braucht auch die aktive Unterstützung durch österreichische Radiosender. Denn wenn die Kulturszene ausgehungert wird, wird es sehr, sehr still im Land. Du findest auch, dass im Moment so einiges schief läuft? Besonders in Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, ist es wichtig, sich politisch einzubringen und unsere Zukunft aktiv mitzugestalten. Also werde jetzt aktiv unter seoe.at/mitmachen oder besuche uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Wir freuen uns auf dich und damit verabschieden wir uns für heute. Bleibt stark, bleibt laut und bis nächste Woche.